ist Johann Löwen. Bin geboren am 6.2.66 in dem Dorf Lugowsk, Gebiet Oldenburg, Russland. In einem Dorf, mittelgroßes Dorf. Eine gläubige Familie. Und unsere Familie war groß. Wir waren 10 Kinder zu Hause, 7 Jungs und 3 Mädchens. Wir hatten eine schöne Gemeinde im Dorf, relativ groß auch zu unserem Dorf. Wir hatten zu unseren Blütenzeiten 160 Mitglieder im Dorf und auch eine Jugend. Wir hatten Kinderchöre und Jugendchöre und gemischte Chor und Orchester. Und diese Gemeinde hatte ein segensreiches Weg hinter sich. Ja, 1984 im Herbst würde ich in den Militärdienst berufen. Und kam auch die Frage wegen des Eidschwörens von ihm ganz direkt. Und dann habe ich ihm das auch so gesagt: Wenn Sie schon so direkt fragen, dann sage ich Ihnen auch, dass ich auf dem Grund des Glaubens, wie unser Herr uns das in die Heilige Schrift lehrt, dass wir keinen Menschen umbringen nicht sollen, dass es Mord ist, und dass ich mich entschieden habe, dass ich das Gewehr gegen Menschen nicht einsetzen werde. Ich habe mich nur einmal verkauft, dass ich ein Deutscher bin. Die russische Jungs könnte nicht Kartoffeln schälen. Die schneideten die Kartoffeln vierkantig. Eine Hälfte, ein Viertel weg, ein Viertel da. Und die könnten das nicht schälen. Und wir sind gelernt worden, Kartoffeln schälen. Und als ich eines Abends saß und die Kartoffeln schälen, sagte der Soldat, der da aufpasst, auf einmal: Du bist kein Russe, ich sagte. Du schälst Kartoffeln wie Deutsche schälen. Naja, dann hat er mich zur Seite gerufen, habe ich ihm das erklärt, dass ich freiwillig gekommen bin, keiner wird nicht inne werden, keiner wird Probleme bekommen. Da hat er gesagt: Gut, jetzt lässt du den Kartoffel schälen allen, dann ist es gut. Ich habe an dem Abend nur so viel mitbekommen, dass dann Kampf war zwischen den Offizieren, irgendwelche Uneinigkeiten. Ich merkte, dass eine Pistole neben mir auf den Boden fiel. Ich wusste, dass die für mich gerechnet war. Es war mir klar, weil ich die Gegenwart Gottes spürte. Ich war sehr ruhig. Da standen die Kisten mit Munition und Gewehren um mich und ich allein in der Wüste. Mein Wasser ging zu Ende. Ich habe sehr sparsam gemacht, aber wer sich in der Wüste auskennt, in der Wüste ohne einen Schluck Wasser hält ein Mensch bis 8 Minuten aus, dann fängt er an, nicht klar zu denken, dann platzen die Atemröhre innen drin und man blutet innen drin aus. In einer halben Stunde ist man tot. Ich habe jetzt nur etliche Situationen erwähnt aus dem Militärdienst, die der Herr uns mir persönlich Gnade geschenkt hat, Beistand geschenkt hat.